Ja, guten Morgen, liebe Ostermarschierer hier in Dülmen. Franz, herzlichen Dank dafür, dass du die Aktion oder die Initiative Sicherheit neu denken schon vorgestellt hast. Ich bin sehr froh, dass wir die in den Mittelpunkt unseres Ostermarsches dies Jahr stellen, denn es ist wirklich bitter nötig, dass wir darüber neu nachdenken. Wenn man sich die alte Sicherheitspolitik ansieht, was hat sie gebracht? Stellt euch vor, 9/11, nach 9/11 sollte der Krieg gegen den Terror mehr Sicherheit in der Welt bringen. Was ist die Folge gewesen? Der Mittlere und der Nahe Osten sind in Schutt und Asche gelegt, sind zerstört, Chaos ist angerichtet und die Zahl der Terroristen, der Terrorgruppen, der sogenannten Terrorgruppen hat sich dramatisch erhöht. Dieser Krieg gegen den Terror ist im Prinzip ein Zuchtprogramm für neue Terroristen. Das ist doch keine Sicherheitspolitik. Diese Sicherheitspolitik wollen wir doch nicht weiter fortsetzen. Deshalb ist es nötig, dass wir darüber neu nachdenken, dass wir neu über Sicherheit nachdenken. Wir haben seit einem Jahr, arbeiten wir in Nottel in der Friedensinitiative an diesem Thema. Und Franz hatte schon gesagt, wir haben eine Resonanzaktion gemacht. Wir wollten wissen, wie denken denn die Leute über dieses Konzept. Wir haben 100 Leute angeschrieben, ganz wahllos angeschrieben, deshalb nicht repräsentativ. Und 60 Leute haben geantwortet. 60 Leute haben sich auch intensiv mit diesem Konzept auseinandergesetzt. Da muss man erstmal einige Stunden investieren, um dieses Programm auch durchzulesen. Und 60 Leute haben Rückmeldung gegeben und haben im Wesentlichen eine sehr positive Antwort an uns übermittelt. Die meisten sagen, das ist mal endlich eine Vision, endlich eine Perspektive für eine Sicherheitspolitik, die wirklich zukunftsfähig ist und in die Zukunft weist. Ja, das ist eigentlich schon das gewesen, worüber ich reden sollte. Die genauen Antworten, die stehen auf der Internetseite der Friedensinitiative Nottel. Da steht alles drauf, was die Menschen so denken. Aber ich möchte doch gerne die Gelegenheit nutzen, noch ein paar Gedanken zu formulieren, die mir in den letzten zwei Wochen so in den Kopf gekommen sind. Wir haben eine Pandemie. Und wir haben eine großartige Kanzlerin. Als Wissenschaftlerin, so heißt es, führt sie uns gut durch diese Krise. Und wenn sie mal einen Fehler macht, wie bei der Osterruhe, die bei Nacht und Nebel ganz schnell aus der Hüfte geschossen proklamiert wurde, dann geht sie an am Morgen an die Mikrofone vor die Kameras und sagt, es tut mir leid, das war ein Fehler. Ich entschuldige mich dafür. Ich trage dafür die Verantwortung. Und jetzt kommt's, sie bittet uns um Verzeihung. Also das ist doch großartig, oder nicht? Da muss man doch wirklich sagen, klasse. Und dann dachte ich, irgendwie passt das nicht. Wegen eines fehlerhaften Schrittes in der Pandemiebekämpfung, diese große Verzeihungsaktion. Ich finde das doch ein bisschen übertrieben. Da gäbe es eigentlich ganz andere Fehler, wegen derer die Kanzlerin uns um Verzeihung bitten sollte und müsse. Ich möchte einige nennen. 2003 überfielen allen voran die Amerikaner und die Engländer den Irak. Und von Anfang an wurde die Welt belogen und betrogen. Es soll um Massenvernichtungswaffen gehen. In Wirklichkeit war es nur so, dass die Amerikaner Rache nehmen wollten und ihren Bereich ausweiten wollten im Nahen Osten. Und die Koalition der Willigen legte den Irak in Schutt und Asche. Hunderttausende Menschen wurden getötet. Und Merkel als Kanzlerkandidatin, das haben wir nicht vergessen, flog sie in die USA und versprach Bush Junior, wenn ich Kanzler werde, dann sind wir mit dabei. Also das ist unglaublich. Das wäre mal ein Grund, um Verzeihung zu bitten, uns um Verzeihung zu bitten und die Menschen in Irak um Verzeihung zu bitten. Das Gleiche gilt auch für Afghanistan. 20 Jahre Krieg und nichts ist gut in Afghanistan, wie Margot Käßmann schon vor Jahren sagte. 15 Jahre hat Merkel die Beteiligung deutscher Soldaten an diesem Krieg in Afghanistan zu verantworten. Und auch hier gilt, dieser Krieg brachte nur Leid, nur noch mehr Leid. Keine Lösung, kein Fortschritt. Und neben den vielen Toten kostete dieser Krieg 4 Billionen
US-Dollar, 4 Billionen, das ist eine Zahl mit 12 Nullen. Das muss man sich mal vorstellen. Deutschland gab alleine 50 bis 60 Milliarden dafür aus. Wenn man das sieht, könnte man für jede afghanische Familie ein komfortables westliches Wohnhaus bauen. Das wäre mal eine Sicherheitspolitik gewesen. Das ist doch Wahnsinn, was da passiert ist. Und ich finde, dafür sollte sich Frau Merkel entschuldigen, dass sie da 15 Jahre lang verantwortlich für ist und deutsche Soldaten in den Irak, nach Afghanistan geschickt haben. Und weiter geht es. In den letzten Jahren wurden unheimlich viele Menschen, tausende von Menschen durch US-Drohnen getötet, ermordet, hingerichtet, wie man es nennen will, völkerrechtswidrig und brutal. Unter Obama übrigens auch schon. Und Deutschland stellte sich mit dem US-Standort Ramstein bereit, die Infrastruktur dafür zu übernehmen. Ich finde, dafür sollte sich Frau Merkel entschuldigen. Die sollte sich entschuldigen dafür, dass sie an diesen Drohnenmorden mitgemacht hat. Könnte sich gut bei den Familien im Nahen Osten entschuldigen, bei den Kindern, bei den Zivilisten, die dort getötet wurden. Und stattdessen drängt die Kanzlerin auf den Kauf bewaffneter Drohnen, auch für die Bundeswehr. Auch ein Fehler, der unverzeihlich ist. Oder die US-Atomwaffen, die aus Deutschland abgezogen werden sollten. Vor 10 Jahren hat die Bundesregierung das beschlossen oder hat der Bundestag das beschlossen. Und was passiert? Die Atomwaffen werden modernisiert. Und es sollen neue deutsche Kampfflugzeuge angeschafft werden, fit gemacht werden, um diese Atomwaffen der Amerikaner in das Ziel zu bringen. Natürlich in Europa. Das ist eine Politik, die mit dem Einsatz von Atomwaffen droht. Und die ist nicht nur verboten, sondern die ist auch ein Verbrechen. Und ich finde, auch dafür könnte sich Angela Merkel entschuldigen, für diese Politik. Ich könnte viele Punkte weitermachen, Waffenexporte und so weiter und so fort. Der Tod ist weiter ein Meister aus Deutschland. Und Angela Merkel könnte sich bei den Kindern und bei den Menschen entschuldigen, die mit deutschen Waffen getötet worden sind. Jürgen Kresslin hat das mal aufgeführt in einem Buch, da kann man das nachlesen. Das sind nicht wenige und das sind ganz, ganz schreckliche Schicksale. Wir gehen jetzt gleich zu den Tower Barracks. Die, das muss ich hier in Dülmen nicht erklären, die stehen für eine neue Strategie der USA und der NATO. Und es wird wieder die Konfrontationskarte gezogen. Wieder kalter Krieg, wieder Aufrüstung. In diesen Wochen beginnt Defender 21. Michael hat darüber schon geschrieben. Defender 21, die große Übung, die den Aufmarsch mit 40.000 Soldaten, fast 40.000 Soldaten, die den Aufmarsch Richtung Osteuropa üben soll, wieder Freund-Feind-Denken, wieder die Gefahr eines Krieges hier in Europa. Und auch für diese Politik trägt Angela Merkel einen Teil der Verantwortung. Auch hier macht sie sich mitschuldig. Auch hier sollte sie uns alle um Verzeihung bitten. Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt. Rote Winterjacke, schmelzende Gletscher. Im Jahre 2007 inszenierte sich Angela Merkel in Grönland als Klimakanzlerin. Und was kam dann? Nichts kam. Ganz im Gegenteil, die Solarindustrie wurde kaputt gemacht, die Windindustrie wurde kaputt gemacht, wenn es darum ging, dass die EU die Emissionswerte der Autos reduzieren wollte, dann war es Deutschland mit Kanzlerin Merkel an der Spitze, die das verhindert hat. Sie hat also den effektiven Klimaschutz in Deutschland verhindert mit fatalen Folgen, die auf uns zukommen werden. Dagegen wird, das sagen einige, die Pandemie, über die ich am Anfang sprach, dagegen wird diese Pandemie ein Kinderspiel sein. Was tun wir da unseren Enkel an? Was den ganzen Menschen, die unter Dürre in der Welt, Überschwemmung, Orkane leiden müssen? Frau Merkel, hier können Sie mal einen Fehler zugeben. Sagen Sie, dass Sie letztlich dafür die Verantwortung tragen und bitten Sie die Klimaflüchtlinge und die Kinder dieser Welt um Vergebung. Ich kehre an den Anfang meiner Ausführung zurück. Mit dieser Sicherheitspolitik, auch wie sie gerade skizziert wurde, ist die Welt nicht sicherer geworden. Ganz im Gegenteil, wir geraten in eine gefährliche Schieflage. Wir müssen neu nachdenken. Das machen wir hier im Kreis Coesfeld. Wir beteiligen uns an dieser Initiative Sicherheit neu denken. Dafür engagieren wir uns. Und unsere Bitte, macht alle mit,
macht bei dieser Initiative mit, informiert euch. Wir können alle Leute dafür gebrauchen. Und heute, wir marschieren für eine Welt, die von Waffen nichts mehr hält. Und das ist für uns am besten. Danke. Dankeschön, Robert Hülsbusch aus Notteln. Und jetzt sprichst du uns vom Friedensforum Gelsenkirchen, Hildegard Meyer.